Kugel zur Sekunde 0, sofort auf dem Boden, sofort in die Verlängerung und Husky eventuell mit der ersten Chance, den hat er gemacht, das 1:0 nach 7 Sekunden, Kickoff und Drill und Düsseldorf führt. Was ein Ding, also Husky scheint auch keine Nerven zu haben, sehr schön, also schraubt sich da hoch. Diese Offensivaktion, oh Tigre mit dem Dank, Postentreffer, Riesenglück für Düsseldorf in der nächsten Instanz. Knackflo scheitert am Keeper. Da bekommt er den Ball nochmal rein. Der ist dann drin. Zwischen und Tigre nimmt Maß, kriegt den Winkel allerdings da nicht. Schwierige Anfahrt. Oh, My Little Pony legt sich den da selber rein. Quint mit dem Doppelpack zum 2:0. Da sah er nicht gut aus. Das ist ein starkes Play eigentlich auch von Tigre, der da den Verteidiger rausnimmt jetzt. Und geht weiter nach vorne. Und das jetzt ist Tigre. Und Limbo wieder mit dem Spiel, also hier ist die Demo gekommen und es ist aber zu spät, er kommt wieder zurück und Quint kommt auch zurück und Quint kommt eben zurück und macht das 4:1. Bitter, da kommt man aus der Rule One raus. Schuss aufs Tor bleibt bisher aus und Berlin ist auf eine Antwort bemüht. Der kommt auch irgendwie in die Mitte rein, aber Quint wird da rausgedrängt. Tigre ist vom Double Tap, Tigre! Ach du Heilige, wie willst du das verteidigen? Das ist einfach spielerische Klasse, die du ja hier nicht kompensieren. Und damit die Möglichkeit, die Serie auszugleichen. Dieses Passing Play hier, wunderschön abgelegt von Limbo auf Husky. Die Kombination ist tödlich und auch tödlich ist wieder Schuss. Und es ist Limbo, der ankommt und es ist der Ausgleich in der Series. Wir stehen hier bei dem 2:2. Das ist ein Finale, das hätte man vielleicht nicht erwartet. Aber es ist ein Finale, was ich hier genau sehen will. Und es ist Limbo, der den Ball wunderschön ins Eck setzt. Und jetzt ist die Frage, kann der Solo-Skill... Husky mit dem Inside-Out. Tigre spielt den Pass auf Quint, der geht über die Latte und dann ins Tor. Was war das denn? Tigre sieht, der Gegner hat den Ball wahrscheinlich, also spiele ich den Pass auf meinen Kollegen. Ich finde es okay, wenn Limbo auf diesen Ball geht, weil er Pressure aufrechterhalten will. Aber nur, wenn er absolut weiß, dass er den bekommt. Und das hat er hier in der Position nicht. Tigre macht noch einen zweiten raus. Es sieht nicht gut aus für Düsseldorf. Ja, es ist ein guter Passversuch. Quint spielt ihn nochmal schön auf Tigre zurück. Und damit hat er dann eben auch die Düsseldorfer Verteidigung geknackt. Quint für den Pass am Knackflow, aber der kann mit dem Ball wenig anfangen, weil auch der Tank leer gewesen ist. Und der macht es einfach alleine mit dem Ground Pink. Und keiner hat was dagegen. Alle gucken zu. Husky will gerne reinkommen, aber findet nicht den Weg in die Challenge. Dann ist der Ball extrem schnell auf dem Boden. Limbo hat sich komplett vergambelt.